Folgejo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyward. Leider heute nicht mehr mit Katze und oder Early Boy. Leider nicht mehr dabei, weil, ja, die sind halt auf der Dreamhack und ich musste den Rest jetzt leider, oder werde jetzt die restlichen Folgen also ohne die beiden verbringen. Ihr habt vielleicht schon bei denen gesehen, meine Folge kommt ja heute ein bisschen später als deren, dass sie sich ins End begeben haben, um den Enderdrachen zu töten. Und natürlich möchte ich das jetzt auch tun, denn das ist toll und wir brauchen Awakened Draconium, damit wir unsere Wither Farm automatisieren können, um dann auch ohne Probleme Netherstars zu bekommen, ohne dass ich jedes Mal drum kämpfen muss, bis ich sie endlich habe. Und deswegen ist das Erste, was wir machen, wir schnappen uns unsere Waffen, oder ich habe schon unsere Waffen. Ich habe Nether-Kristalle gemacht, ja, Endkristalle, so heißen die. Die braucht man, um den Fuzzi wieder zu erwecken. Und dann gehen wir jetzt ins End und probieren mal, den zu besiegen. Ich denke mal, das sollte ich hinkriegen. Das ist wahrscheinlich kein Problem. Hoffen wir es einfach mal. Ich bin ja bei Louis, das schaffe ich schon irgendwie. Denke ich zumindest. So. Das heißt, erstmal, warte, ich glaube, sie haben geschrieben, dass das Portal irgendwo in der Mitte ist. Schauen wir mal schnell. Ach da, guck mal, da hat Sparks noch eine richtig schöne Insel rausgebaut oder irgendwer anders. Hä, oder ist das hier was anderes? Warte, nicht, dass ich jetzt irgendwie Kacke mache. Nee, da geht's ins End. Wohin zum Geier führt das da? Damit beschäftigen wir uns später. Wir wollten aber ins End. Was ist das? Firework-Box. Ach, cool. Okay. Nee, wir gehen aber jetzt erstmal ins ganz normale End. Theoretisch dürfte hier keiner sein. Wir dürfen nicht ins erweiterte End. Wir sollen also im Moment Vorlieb nehmen, dass wir im normalen End campen. Ach, du hast dich das auch noch. Ach, das ist auch eine Skyworld. Was zum Geier. Jetzt ist ja nur die Frage, wie beschwören wir den neu? Ach, guck mal. Ach, ich hätte vielleicht Flaschen mitnehmen sollen. Okay, wir gehen nochmal zurück. Dann reisen wir halt nochmal schnell. Ja, toll, ich habe das Spiel durchgespielt, indem ich einfach zweimal durchs Portal gegangen bin. GG, Baloui. Okay. War jetzt nicht so. Au, ey. Willst du überhaupt von mir? Ich wollte Fläschchen mitnehmen, weil das ist einfach besser. Dann haben wir direkt auch ein bisschen Drachenatem. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, ja? Aber wenn ich es brauche, dann habe ich es wahrscheinlich nicht, wenn ich es brauche. So, Bottle. Habe ich doch ein paar. Ja, 7. Das ist auch nicht so much. Too much. Apologize. Okay, 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 okay. Wartet. Ich will halt nur das Nötigste mitnehmen, nicht, dass wir irgendwie das Inventar viel zu voll haben. Wer gut denn da so rum? Barknife, das war von Roots. Das weiß ich gar nicht, ob ich das alles mit mir rumschlöre. Jetpack, ja. Warte mal, habe ich jetzt eins an oder nicht? Nein. Okay, dann lassen wir das mal. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Fläschchenglas. Ich glaube, Glas ist auch nicht das Problem hier bei mir. So, 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 genau. Wir machen jetzt einfach einen Stack voll damit. So. Dann nix wie zurück. Also, wieder ins End. Erfolgreich schlecht vorbereitet. Ich hoffe, das Zeug stackt sich. Ich bin da nicht ganz sicher. Aber erstmal müssen wir jetzt den Enderdrachen wiederbeleben. Und das habe ich noch nie gemacht. Ich habe nur gehört, das geht. Bin gespannt, ob das funktioniert. Geht es eigentlich im klassischen Spiel auch? Ich weiß das gar nicht. So, 4 Stück wollen wir haben. 1... 2, 3, ouch, 4. Und jetzt? Ja. Wow. Hallo? Wie kommt jetzt der Drache wieder? Der normale Enderdrache könnt ihr wiederbeleben mit 4 Endkristallen. 4 davon auf jede Bedrock-Seite des Portals im End. Nee, das ist nicht richtig, ne? Oh nein, jetzt bin ich schon wieder zurück. Ach, komm schon. Really? Das habe ich falsch gemacht. Hätte ich sie nicht so diagonal setzen dürfen. Ups. Okay, dann machen wir das nochmal neu. Wenn das nicht richtig war. Auf
jede Seite. Also 1, 2, 3, 4. Ah ja, so funktioniert's. Cool. So, mein Freund, der Enderdrache. Ach, das reaktiviert sich jetzt alles, oder was? Sieht schon fett aus, ne? Hammer. Ach, da ist er ja. Schönen guten Tag, der Herr. Das Problem ist, komm, spuck erstmal. Ich will erstmal ein bisschen Drachenatem haben. Mach mal bitte. Komm, ich stehe auch hier. Komm. Komm, mit Drachi. Komm, mit. Ach, die Dieter sind auch da. Ich habe gehört, er hat irgendwo geschossen, aber wo? Ist nichts? Nee, ach so. Komm schon. Ah ja, dankeschön. Sammeln wir mal ein. Scheiße, Fackel. Ein bisschen einsammeln hier. Zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht, wie man in einem Atem. Oh ja, das sind schon ganz schön viele Partikel, die man in einem Mal kriegt. Und wir haben Ende auf Air Bottle. Nein! Wie auf Air Bottle? Verarschst du mich? Wieso kann ich Luft einfangen? Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Und die Drachenessenz und der sammelt Luft. Wow. Und die verkaufe ich bei eBay. Luft aus dem End. Gucken, ob das mir einer abnimmt. Komm, Drachi. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Ich meine, ich kann ihn ja jederzeit abfahren, wenn ich es brauche. Da ist er. Robots. Sah gut aus. Aua. Oh shit, das macht sogar Schaden. Das war ganz gewaltig. Hätte ich nicht gedacht. Da kommt das nächste. Daneben. So. Hallo, don't touch me. Okay. Ja gut, das sollte dann genug sein, denke ich mal. Dann gehen wir doch jetzt mal gegen unseren Freund. Den Ender dran. Komm mal her. Treffe ich eigentlich. Also ist der One-Hit für mich hiermit? Es ist ja kein Dings, wie heißt es? Es ist ja jetzt hier nicht Lucky, wo der One-Hit wäre, aber es wird trotzdem nicht schwierig zu besiegen sein. Gehe ich zumindest mal schwer von aus. Hier noch schnell kaputt machen. Aua, ey. Oder so, danke fürs Reinhauen. Batz. Und Batz. Gibt es eine Möglichkeit, den zu One-Hitten hier in dem Modpack? Also ich meine, ich habe zwar jetzt ein starkes Schwert, aber One-Hit ist es trotzdem noch nicht. Die Explosionen schaden vor allen Dingen, wenn ich das gerade richtig sehe, ganz ordentlich meiner Rüstung. Das gefällt mir. Also beim nächsten Mal müssen wir uns da was Besseres überlegen. Jetzt haben wir erstmal alles kaputt. So, jetzt machen wir den Drachen kaputt. Komm mal her, kleiner Drache, komm. Vielleicht auch mit Pfeil und Bogen beim nächsten Mal. Und ich dachte, das würde kein Problem werden. Deswegen habe ich mir einfach ganz viele kleine Miezekatze. Du bist nicht eingeladen, mit mir Craft Deck zu spielen. Quatsch, Skyward zu spielen. Ach, den töten wir lieber. Ja, komm her. Ich frage mich, wo denn das Drachenei spawnt. Aber das wird sich schon ergeben. Wenn ich den kriegen würde. Boah, bin ich schlecht da drin. Warte, warte, Katze wird das mit seinem Ninja-Stern machen. Da kann ich ja spammen. Da, komm. Aua. Da. Zack, 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 zack. Ja, da kriegt er jetzt gerade keinen Schaden, weil er gerade irgendwie rumlümmelt. Schon, nein. Wie fällt er denn aus? Also, oder kann ich ihm doch schaden, nur nicht mit der Fernkampfwaffe? Na doch, schön. Mann, ich komme auch nicht an den dran. Dann kriegst du halt mit der Raygun ein. Nee, mach auch keinen Schaden.
stärker gegen ihn. Ja, schubst mich weg, schon okay. Du bist jetzt hier Ninja-Sterne hinterhergeworfen des Todes. Die machen halt echt keinen Schaden an dem. Die sind irgendwie nicht wohl in der Lage, den Drachen zu beschädigen, zu verletzen. Oder er backt so rum, dass ich ihn nicht treffen kann. Oder ist halt wirklich echt nicht vorgesehen, dass man den damit trifft. Doch, jetzt habe ich ihn mal getroffen. Aber obwohl ich das so spamme, wird er fast nahezu nie getroffen davon. Guck mal rein, jetzt in der Situation, wo er sich befindet, muss ich ihn eigentlich 1000 Milliarden mal treffen können. Das geht wahrscheinlich echt nur um ein Schwert. Bisschen blöd. Nicht wieder abhauen. Komm. Drache, komm, nicht wegrennen. Ich brauche dein Ei und ich brauche, keine Ahnung, was ich überhaupt von dir brauche für das übrigens Draconium. Ja, ja, geh wieder runter. Braver Drache. Ja. Also schreibt mal in die Kommentare, was ist der Tipp, wie kriege ich am schnellsten und am besten einfach den Drachen getötet. Hier ist das Herz des Drachen. Gib's mir. Das ist mein Herz. Wie komme ich da dran? Wie fange ich denn jetzt diese blöde Drachenessenz an? Ein. Das Herz hier. Ach, es geht von alleine. Dragonheart, sehr gut. Ah ja, und das ist ein. Flupp. Und ein Drachenei haben wir. Ich weiß zwar nicht, was man daraus baut. Ich guck mal ganz schnell. Ach, da muss ich auch was draus für Draconium auch machen. Ah, da gibt's. Und was haben wir noch? Ein Death Muffler. Ein Dragon Egg Mill. Was zum Geier ist das? Ich glaube, da hat Katze mal von erzählt. Da hat man, glaube ich, immer genug GP, wenn man einmal das Ei hat. Genau, da kommt es nämlich oben drauf. Und dann ist Ruhe. Da war ja was. Guck, man kann sogar theoretisch sich noch ein Ei selber craften, wenn man will. Ist natürlich übel, dass man einen Dragonheart jedes Mal braucht. Das ist im Dragonheart generell, ne? Das brauchen wir für das Awakened Draconium. Und ihr seht schon, das ist schon recht teuer. Das heißt, wir brauchen relativ viele Herzen. Genau deswegen ist meine Frage, was tue ich, um den Drachen am schnellsten zu töten? Also wir beschwören jetzt nochmal. Aber das soll jetzt erstmal nur für einmal reichen, weil ich habe nämlich echt... Das dauert halt und das muss schneller gehen. Und dafür brauche ich eure Hilfe. Haut mal raus. Was können wir tun, damit der Drache schneller stirbt? Jetzt aktivieren sich ja erst wieder alle Traps hier. Ich hätte echt Fall und Bogen mitnehmen sollen. Was passiert, wenn ich die, während sie sich beschwören, kaputt haue? Haha. Ja, da ist er wieder. Ja, süß. Schrei nicht so. Rams 1, Rams 2. 3. 4. Die muss ich auch mal kaputt machen. Das würde wahrscheinlich echt schnell gehen mit Pfeil und Bogen. Und dann werden die ruckzuck weg. Hier noch den einen. Hau mal. Und da noch. Und dann noch hier. Und jetzt haben wir alle. Ne, doch nicht. Da ist noch einer. Okay, mein Freund. Drachi. Leider bist du schon wieder des Todes. Wo ist mein Ninja-Stern? Warum habe ich das überhaupt weggetan? Aber wenn man hier nicht trifft, ne, dann nützt mir das ganze Gewerfe nicht. Wie hat Katze das gemacht? Ich muss mir das Video von ihm angucken. Irgendwie haben sie es ja wohl geschafft, sonst wäre das ja nicht möglich gewesen. Drachi, armes Drachi, stirbt jetzt einen schnellen Tod. Ich hätte gerne eine One-Hit-Waffe, wie aus Lucky. Das wäre mal cool, einfach mal ein bisschen Batz, 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 Ende Gelände. Warum macht der Freude Google-Eyes? Komm. Kannst nichts gegen mich machen, wenn ich fliege, ne? Schon scheiße. Wenn ich so gegen den Chaos Guardian kämpfe, also den Chaos Guardian, den machen wir halt erst irgendwann anders, aber wenn wir so gegen den kämpfen, dann bin ich ja unproduktiv wie sonst was. Oder es liegt dann im Lag am Server. Ich bin halt noch nicht ganz sicher. Ja, komm wieder runter. Aber Drache.
Nahkampf gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Der haut mich vorweg, bevor er stirbt. Jo. Dann werfen wir noch ein bisschen drauf ab. Aber vielleicht sollten wir nicht warten, bis er unten ist, damit wir dann auch auf jeden Fall noch ein Ei haben. Mit der Dragon Mill ist es schon recht cool, wenn man damit nämlich einfach ohne Probleme GP Power hat und dass man sich da Sorgen macht und keine Water Mills mehr braucht. Oder so. Geht nämlich auch alles gut. So, Drache, auf Wiedersehen. War schön mit dir. Dankeschön. Das nächste Drachenherz gleich. Und gibt es da wohl eine Farm für, dass das halt dauerhaft und automatisch der Drache einfach nicht wegkommt? Die ganze Zeit stirbt oder so? Richtig was richtig Mieses? Wäre witzig. Da muss es ja irgendwas geben, sonst würde es das Spiel ja nicht... Naja, ihr wisst schon, hergeben. Gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, wir werden später für unsere Wither Farm damit den automatischen Grinder bauen, damit wir uns da nicht mehr drum kümmern müssen. Und ansonsten sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Dabeisein für die Folge. Ich bin sehr gespannt auf eure Tipps und Tricks. Danke für alles, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und bleibt schön feurig. Tschüss.